So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Banger Sports mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Folge habe ich wieder ein, ja, mehr oder weniger recyceltes Team aus der letzten Folge. Ich habe das erste Mal seit langem wieder drei Folgen aus der letzten Folge einfach mal wieder mitgenommen. Einfach, weil wir, wie ich finde, in der letzten Folge zu wenig Action unsererseits gesehen haben. Ja, ich möchte Mosquito, der Phenexis und Furial heute auf jeden Fall mit denselben Sets nochmal in Action sehen. Ich will halt wissen, ob sie, falls er vielleicht mal andere Pokémon außer dreimal Capufala encountern, ob sie dann vielleicht eine bessere Figur abliefern wollen, ja? Ich will einfach jetzt mal ein bisschen testen, ne? Deswegen habe ich diese drei Pokémon nochmal recycelt. Dann habe ich aber aus den Kommentaren nochmal Zoroark, Zedraking, aka Crit-Draking, und 1:1 ein Magneton-Set aus den Kommentaren übernommen, weil ich das richtig gut fand von der Idee her. Deswegen Props nochmal hier an den Ersteller. Ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf. Aber ihr wisst Bescheid, wenn ihr nochmal eigene, ja, Pokémon habt, die ich in der nächsten Folge benutzen soll, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich gehe da wirklich auf alles ein und gucke mir da nochmal alles durch und schaue, was ins Team passt. Und ich glaube, dieses Team ist zum Beispiel dieses Mal richtig, richtig gut. Ja, ach ja, und wenn ihr mich natürlich und das Video unterstützen wollt, lasst jetzt dann am Ende oder irgendwann in der Mitte, keine Ahnung, oder aber davor sogar noch einen Daumen nach oben da. Ihr wisst wirklich, wie sehr mich das supporten würde, und das ist jetzt nicht dahergesagt, das ist halt wirklich so. Deswegen würde ich mich da sehr, 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 sehr drüber freuen. So, wir haben jetzt hier mal wieder ein interessantes Team meines Gegners. Ja, Capufala, Glurak, sehr, sehr Standard, aber ansonsten mal wieder ein paar Pokémon, die wir sonst nicht so oft gesehen haben. Und ich bin gerade überlegen, was wir hier am besten mit unser Team nehmen. Das Ding ist, wir müssen jetzt predikten, was unser Gegner pickt, ja? Was wird unser Gegner hier definitiv picken? Was sind so Pokémon, ja, die einfach gut sind für meinen Gegner? Eigentlich alles, würde ich jetzt schon fast sagen. Eigentlich ist ja alles im gegnerischen Team wirklich gut gegen uns. Ich würde hingegen sagen, wir leaden an dieser Stelle mit Zedraking? Moment, wir leaden mit Zoroark, okay? Wir machen jetzt mal ein bisschen Action Jackson, ja? Wir leaden mit Zoroark und wir wollen unser Gegner vor allen Dingen verwirren. Was ist ein Pokémon, was nicht so gut ist? Oder womit er leaden könnte? Hypoteros vielleicht? So, dass wir dann Magneton in der Mitte haben und dann Zedraking. Ergibt das Sinn? Dann könnte er uns... Moment. Nope, nope, wir machen das andersrum. Wir packen Magneton ans Ende und dann ist das so in Ordnung. Dann haben wir gleich die 3-9 heute. Gerade. Die anderen Pokémon, die ich da vorne habe, die sind leider generell nicht so gut hier gegen das gegnerische Team. Phenexis vielleicht. Phenexis ist noch mit am ehesten ganz gut. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die beste Auswahl ist, die ich hätte picken können. Aber das ist auf jeden Fall eine Auswahl, die auf jeden Fall besser ist. Und wir trollen ein bisschen mit Zoroark rum. Ich bin heute wieder ein Spiel und Lust und Trolllaune. Und ihr wisst, der Banger Sport ist so dieser Ort, an dem ich mich ein bisschen kreativ austoben kann. An dem wir versuchen, die ganzen Tryharder zu klatschen. Das ist gut. Das ist eigentlich sogar ziemlich gut. Mein Gegner wird hier nämlich safe nicht drin bleiben. Mein Gegner wird hier mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht drin bleiben. Und wenn ihr drin bleibt, habt ihr wirklich Balls of Steel. Ich hab auf meinem Zoroark die Nachtflug drauf. Normalerweise bin ich ein Typ, ich würde nie im Leben Nachtflug spielen. Einfach weil es diese 5% Chance gibt, dass dieser Move missen kann, ja? Aber weil es ja Zoroark Signature Move ist, dachte ich mir, du musst Nachtflug drauf spielen. Deswegen Nachtflug anstelle von Dark Pulse, also der Finsteraura. Here we go. Und ja, das ist jetzt Trollorak sozusagen, ja? Was kann mein Gegner hier machen? Mein Gegner hat Angst vor einer Elektroattacke und wechselt auf Hypoteros. Oder auf irgendwas anderes? Maybe, aber mein Gegner wird hier eigentlich nicht drin bleiben. Vielleicht protecten oder sowas in der Art, sodass unsere Tarnung aufliegt. Ich würde deswegen sagen, wir drücken einfach die Nachtflut, gucken, was mein Gegner machen wird und dann sehen wir weiter. Mein Gegner benutzt sogar Bunker. Dachte ich mir. Ja, mein Gegner will jetzt scouten. Was sind wir für ein Pokémon? Ja, was sind wir für ein Pokémon? Das will mein Gegner jetzt hier gerade auf jeden Fall wissen. Und jetzt weiß er, wir sind leider ein Zoroark. Leider haben wir uns hier verraten. Das ist aber in Ordnung, weil die Nachtflut wegen dem Wahlglas immer noch massivsten Schaden hier drücken wird. Deswegen drücken wir nochmal die Nachtflut. Wir haben halt mit Nachtflut auch noch die Chance, dass, 40% Chance, dass unser Gegner, weniger Genauigkeit bekommt. Mein Gegner wechselt raus. Auf was geht er denn? Auf Glurak? Seriously? Okay. Okay. Ich weiß nicht, warum er das macht. Er hat halt keinen Switch-In dafür und das ist ein cleaner One-Shot, dann Crit. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob der Crit gemattert hat, weil wir halt Choice Specs sind. Also, weil wir den Ball Glas tragen. Und das unseren Spezialangriff nochmal um 50% boostet. Aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht, deswegen, ja, we take those, ne? Was habe ich hier noch im Team? Ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen. Wir bleiben drin und drücken nochmal Nachtflug.
muss mir ja keine Sorgen machen. Klar, Dragoran könnte jetzt hier Drachentanz benutzen, aber wir haben ja auch noch die Chance, den Angriff von Dragoran zu halbieren. Deswegen, ja, nicht den Angriff zu halbieren, Verzeihung, die Genauigkeit zu senken. Wir senken die Genauigkeit. Das heißt, dieses Dragoran hat jetzt auch nochmal eine kleine Chance, eventuell nicht zu treffen. Deswegen, who cares? Wir haben die Robustheit auf Magneton drauf, wenn ihr jetzt irgendwas anderes benutzt als Wutanfall. Er wird wahrscheinlich Wutanfall oder Drachenkraut drücken. Aber dann gehen wir auf Magneton, benutzen die Kraftreserve Eis und nehmen Dragoran. Ach, ist okay. Ich mache mir da absolut keine Sorgen gerade. Wir drücken die Nachtblut. Nachtblut, here we go, bounce ins Gesicht. Und Erdbeben, ah, trifft leider, schade. Reicht es überhaupt aus, um Sorak rauszunehmen? Erst reicht leider, ist okay. Ich weiß nicht, vielleicht hat es bei meinem Gegner jetzt gerade erst Klick gemacht und er weiß, oh, das ist ja ein Sorak, Alter. Ich meine, selbst wenn wir Glurak nicht gecrittet hätten, das wäre kein Ding gewesen. Ja, wenn wir Glurak nicht gecrittet hätten, hätten wir halt einfach. Was hätten wir dann gemacht? Wenn Glurak nicht gecrittet hätten. Hätten wir Glurak einfach getushottet, weil Sorak schneller ist, ja. Es hätte schon Wahlglas Glurak sein müssen. Wahlschall, Verzeihung, Glurak sein müssen. Ich bezweifle, dass mein Gegner Wahlschall Glurak spielt, wenn es mega Gluraks gibt. Hallo. Spielt bitte schön noch das normale Glurak. Du spielst einige in den Kommentaren. Ich mach das! Regi, du bist scheiße, ich mach das! Ist okay. So, wir haben die Robustheit drauf. Ja, das ist das Besondere an diesem Magneton-Set. Der Steller hat auch gesagt, yo, ich benutze, oder ich persönlich benutze, wir haben sogar noch das Elektronetz drauf. Ja, das war auch nochmal so eine Taktik, so dass dann die Pokémon das reinkommt, Elektronetz abbekommt und dann erst gehittet wird. Boah, ich weiß nicht. Voltwechsel ist wahrscheinlich besser. Wahrscheinlich ist Voltwechsel die bessere Wahl als Elektronetz, das finde ich halt nicht so gut. Aber wir haben halt, wie gesagt, Robustheit. Und Robustheit ist halt hier wirklich key in diesem Matchup. Ja, wir überleben jetzt nämlich auf jeden Fall, drücken die Kraftreserve Eis. Oh, hat er vielleicht die Kiroya-Beere? No Kiroya-Beere, alles klar, Dragoran wird besiegt. Und jetzt hat mein Gegner nur noch seinen Agustella da. Und Agustella hat wirklich nicht den Hauch einer Chance gegen Magneton. Ja, Magneton wird erstmal enormen Schaden drücken, ja. Da wird wahrscheinlich, also wir werden wahrscheinlich nicht one-shotten, aber wir haben halt auch noch unser Crit-Ra in der Hinterhand, ja, das heißt, wir drücken Energiefokus, droppen ein paar Dracos und gewinnen. Also, letzten Endes hat mein Gegner ja eigentlich keine Chance mehr. Das wussten wir aber direkt, weil, naja, er hat halt kein Switchen für Dark-Attacken, ja. Normalerweise hätte ich irgendwie so ein Feen-Pokémon oder so predicted, Kapotoro vielleicht. Er hat ja auch noch Kapufala gehabt, aber selbst Kapufala kriegt halt von so Night Days richtig harten Schaden reingedrückt und wir sind dann schneller. Also eigentlich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. War ein grundsolider Sieg von uns, ne? Wir haben die richtigen Pokémon gepickt. Wir haben noch ein bisschen mit Sorak rumgetrollt. Und ich fand den Sorak-Troll eigentlich sogar ganz gut. Ich weiß nicht, ob mein Gegner drauf reingefallen ist. Ich würde sagen, vielleicht schon. Ich wäre an seiner Stelle einfach mit Agustella drin geblieben. Wirklich. Ich wäre einfach mit Agustella drin geblieben. Ich meine, was hätte er denn zu verlieren gehabt an der Stelle? Missklick oder der Typ hat einfach keine Ahnung. Deswegen guckt er auch. Naja, egal. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen gefrustet. Ansonsten kann ich mir einige Plays von dem in dieser Runde nicht erklären. Und der Kampf wurde aufgegeben. Ja, das ist der Shame Quit. Immer disconnected er nicht, ja, sondern gibt einfach fair und square den Kampf auf. Und das finde ich in Ordnung. Das finde ich voll in Ordnung. Klarian. Ach, das war gar nicht ein Japaner. Mein Gegner war kein Japaner. Woher kam mein Gegner? Das muss ich gleich mal beim Bearbeiten des Videos nochmal nachgucken. Woher mein Gegner jetzt hier kam. Das interessiert mich jetzt nämlich. Kein Japaner, alles klar. Dann bist du irgendein anderer Kollege, Hombre. So, erster Sieg heute, das ist in Ordnung. Das heißt, immerhin keine Schmach wie in der letzten Folge, wo wir wirklich 3 Kämpfe verloren haben. Das hat wirklich wehgetan, muss ich gestehen. Jupp, das hat wirklich wehgetan, als ich 3 Kämpfe verloren habe. Das kenne ich halt eigentlich so gar nicht von mir, 3 Kämpfe zu verlieren. Das war schon ziemlich hart. Und ich habe gerade meinen Calculator nicht mehr an, ne, dass ihr Bescheid wisst. Aus Panama? Ey Leute, wo kommen denn auf einmal die ganzen internationalen Leute her? Und der hat ein cooles Team, Donphan. Ditto, cooles Team und er hat auch einen Sorak. Sorak, Bro, High Five! ja, und das ist ein sehr, 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 sehr geiles Team, was mein Gegner da benutzt. Also wirklich Props an dieser Stelle an meinen Gegner. Sehr cooles Team. Wie sollen wir aber jetzt hier vonstatten gehen? Ja, genug des Kuschelkurses, den wir hier gefahren sind. Jetzt müssen wir überlegen, wie wollen wir unseren Gegner hier knacken? Ja, wie machen wir das? Ich bin mir gerade unsicher, in welchem Speed-Tier für Nexus ist. Deswegen gucke ich nochmal nach, in welchem Speed-Tier für Nexus ist. Delphox heißt ja im Englischen, Delphox. Ich kenne mich mit dem Pokémon überhaupt nicht aus, aber das will ich halt kennenlernen. Delphox hat 104 und Sorak hat 105, soweit ich weiß. Ich check nochmal nach. Jupp, das sind so Pokémon, mit denen spiele ich normalerweise nicht. Ihr wisst, ich spiele ja bevorzugt das Overuse-Metagame, sprich die Königsdisziplin.
Aber ja, das ist schwierig. Das ist so ein unkonventionelles Team meines Gegners, wo ich mir absolut nichts vorstellen kann. Er könnte mich trollen, wir können ihn trollen. Ich glaube aber, wir nehmen Mosquito mit. Mosquito ist, glaube ich, hier ein ziemlich gutes Pokémon. Ah, und dann... Ich habe keine Ahnung, Leute. Magneton und Froyal, meinetwegen. Froyal den Wahlschall trägt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Wir werden sehen. Froyal ist halt... Was ist das für Musik? Ach, das ist die Herrschermusik. Ah ja, ich wollte schon sagen, ich habe die Musik gerade gar nicht erkannt. Ich dachte mir so, hä? Was ist das für Musik? Aber Props an meinen Gegner, ja? Jorge Luis, if you see this, great team, amigos hombre. Das war falsch, amigos hombre. Okay, wir haben auch den richtigen Lead. Mosquito gegen Donphan hier. Wir müssen natürlich immer noch in Betracht ziehen, oder wir müssen halt immer noch beachten, dass es eventuell ein Zoroark sein kann, ja? Deswegen, ja, wir drücken halt straight den Hammerarm. Oh, ich glaube, das war nicht so gut. Doch, das war gut. Ist das ein Zoroark? Nope, ist kein Zoroark. Oh mein Gott, what? Ach, ich sehe ja gerade. Das ist auf Level 25. Ach so. Okay, das habe ich gar nicht gesehen bei der Preview. Das sehe ich jetzt erst auf Level 25. Das ist so eine Notsituation, Wombo-Kombo. Okay. Wir wechseln raus auf Froyal, weil ich jetzt natürlich die Eisplitter predikte und Froyal denke ich nur. Majestät, Bitch! Aber der Gegner wechselt auch raus. Und so auf Mimikma. Ja, ist auch in Ordnung. Doch, das ist in Ordnung. Wir drücken jetzt Kehrtwende. Wir wollen. Ja, wir drücken jetzt die Kehrtwende. Wir haben jetzt gerade revealed, dass wir gescarft sind. Das ist aber kein Problem. What? Alter, Jorge Luis. Ich habe keine Ahnung, was der Typ hier spielt, Leute, ne? Entweder das ist halt kreativ, Next Level kreativ, oder Jorge Luis denkt sich nur. Jorge Luis, ich will meine Amigos hier trollen. Okay, ich check hier gerade nichts. Ich check hier gerade absolut gar nichts, Leute, ja? Ich check hier gerade gar nichts. Ich glaube, mein Gegner denkt sich einfach nur, ich spiele totale weirde Sachen, wollen halt auf Mimikma und so. Ja, also Props aber an dieser Stelle. Es ist cool, es ist wirklich cool und kreativ, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Aber, alter Schwede. Also, dass ich das mal im Battlespot hier sehe... Wow. So, Dito kommt rein. Oh. Dito ist das Pokémon hier, okay. Jetzt denke ich mal, geht dann bestimmt so. Ach, Waldschall! Ha, voll gut und so. Nee, ich habe keinen Waldschall drauf, Bro. Leider mag man vielleicht in der Situation sogar sagen. Okay. Aber was hat mein Gegner für ein Set drauf? Ich hab. Keine Ahnung, wir drücken einfach mal Donnerblitz, um zu scouten. Ich will jetzt wissen, was das erstmal für ein Ditto ist. Weil eigentlich sieht das ziemlich gut für uns aus gerade. Elektron jetzt geht daneben, alright. Also er war gerade schneller, er war gerade safe schneller. Das ist eine wichtige Information, ja? Das ist eine Information, die wir uns auf jeden Fall merken müssen. So. Ist er weiterhin schneller als wir? Das ist jetzt die Frage, Donnerblitz jetzt halt ein Two-Shot ab der Range. Elektron jetzt kann daneben gehen. Er wechselt aus, okay. Alles klar. Ist auch Donphan? Ja, Donphan. Er hat wahrscheinlich noch so geguckt, was ich als Fähigkeit habe. Ja, so hätte ich zumindest gemacht. Und ist natürlich auch absolut richtig so. Jo, Kraftwerk selber Eis, nimmt dann wahrscheinlich das Donphan raus. Er drückt vielleicht jetzt nochmal Eisschad, weil er gesehen hat, dass wir Robustheit haben und ich mag die. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Oh mein Gott! Okay, Alter. Oh,
es reicht nicht mehr aus. Okay, okay. Können wir da irgendwie drum rumspielen? Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwie rumspielen müssen. Kann jetzt auf Mosquito gehen, ne? Ich finde das richtig lustig. Ich finde das wirklich richtig lustig. Also Props wirklich an meinen Gegner, der das Ganze hier gerade zu dem... What the hell? Ich bin schockiert gerade. Das sind so Sachen, die sehe ich gar nicht. Ich habe damit heute gar nicht gerechnet. Ich bin heute... Ich hätte schon was gesagt. Ich bin heute aufgestanden mit den Gedanken. Schon wieder gegen diese ganzen Triad-Asiaten und dann spiele ich gegen so einen komischen wie ist der erste Gegner? Ich weiß gar nicht mehr. Claudio oder so. Und dann noch gegen hier den Amigo aus Panama. Okay. Okay. Abgangspunkt. Ja, das ist kein Ding. Ich wollte Mosquito jetzt eh sacken. Das ist ja wie gesagt absolut kein Ding. Mosquito hat das gemacht, was er ja machen muss. Ja, hier kommt der Eisieb. Bam. Voll in die Fresse. Damit nimmt Mosquito sich auch selber raus. Das ist aber kein Ding, weil er hat jetzt nur noch Ditto. Wir haben eben gesehen, dass er im Ditto gegen Ditto-Kampf sich falsch entschieden hat oder irgendwie nicht wusste, was er machen soll. Das ist kein Ding. Das heißt also, wir gehen jetzt nochmal an Magneton, lassen ihn Magneton... Oder wir gehen noch... Nee, nicht. Froyal wäre Selbstmord. Aber eigentlich nicht. Es ist egal, auf was wir gehen. Wenn wir auf Froyal gehen, kopiert er halt Froyal. Ja, wir haben unseren Magneton immer noch auf 100%. Das heißt also, wir werden auf jeden Fall selbst von einem Froyal einen Angriff tanken. Kein Ding. Deswegen lassen wir ihn einfach Magneton kopieren. Magneton wird uns auf jeden Fall nicht one-shotten können. Wir werden Magneton zuschotten. GG. GG ein sehr schnell, ja. Juan Pablo Amigo, Comunistai. War ein gutes Match. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Wahlschal-Magneton ist. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Wahlschal-Magneton ist. Ich weiß nicht warum, aber er ist halt die ganze Zeit schneller. Also er war jetzt zwei Züge lang hintereinander schneller. Er hat einmal Elektronetz benutzt und ist dann rausgegangen und jetzt gibt er den Kampf auf. Ja, alles klar. GG auf jeden Fall. GG, mein Bro aus Panama, Jorge Luis. If you see this, very, 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 very decent team. I really liked it. Ja. Auch wenn ich mich echt frage, warum hat er kein Eissplitter auf Donphan gehabt? Eigentlich muss er ja Eissplitter auf Donphan gehabt haben, sonst ergibt seine Taktik ja absolut keinen Sinn. Oder er hat gedacht, dass Eissplitter, dass Eissplitter nicht ausreicht, weil wir auf einmal nochmal die Leftovers Recovery hatten. Kann natürlich auch sein, weil Mosquito ist halt physisch schon eine Wucht, kann ich euch sagen. Trotzdem krass. Und ich muss demnächst tatsächlich mal auf das Level mit der gegnerischen Pokémon achten, weil, jo, sonst gibt's ein böses Erwachen. Ja, sonst gibt's zwischendurch echt so ein böses Erwachen und das will ich jetzt eigentlich nicht haben. Okay, letzter Kampf für heute, here we go. Wen haben wir denn heute noch nicht gesehen? Wir haben Crit-Dra noch nicht gesehen. Deswegen würde ich mir vielleicht mal wünschen, dass wir Crit-Dra in den Kampf mit reinnehmen. Vielleicht sogar auch nochmal Delphox, aber ansonsten haben wir alles gesehen. Und alles hat auch wirklich eine ganz gute Figur abgeliefert, muss ich gestehen. Boy in Handy Me. Habe ich wirklich nicht mitgerechnet, ja. Aber ich find's cool, ja. Also, dass man auch mal solche kreativen Sets... sieht, das hatten wir ja in Folge 1 direkt, als wir, oh, jetzt endlich wieder der Triad Asiana als Final Boss heute. Triad. So Triad ist es nicht, aber er hat halt, doch, es ist schon ziemlich Triad. Gerade mit Glurak, Knackrak und Kapuriki ist es schon ziemlich Triad. Er hat so einen kleinen Wettercore, ne? Er hat einmal Regen und er hat einmal Sonne im Team. Und bei Regen müssen wir aufpassen, weil... Jo, nicht, dass uns dieses Crit-Dra sweep. Und das könnte hier vielleicht der Fall sein. Deswegen müssen wir auf jeden Fall wieder Magneton mitnehmen. Wir sehen schon, Robustheit bzw. Fokusgurt im Battlespot ist schon ziemlich gut. Und es ist halt wirklich so. Vielleicht leaden wir sogar direkt damit. Beziehungsweise machen wir den Trick 17, leaden mit Zoroark, getarnt als Magneton. Sollen wir einfach das erste Team wieder mitnehmen? Das erste Team ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Mit Oder wir leaden halt tatsächlich mit Magneton. Alles nicht schlecht. Mosquito macht in diesem Kampf, glaube ich, wirklich nicht so viel. Mosquito nehmen wir nicht mit. Phenexis. Gegen Regenteam können wir Phenexis leider auch nicht benehmen. Tut mir wirklich leid für Phenexis. Vielleicht nehme ich Phenexis im nächsten Kampf wieder mit. Royal? Ist auch nicht so top. Ich muss wieder das Team aus dem... Ja, aber die Reihenfolge ist halt wichtig.
Oh, wait. So. Die Reihenfolge ist wichtig. Entweder wir leaden mit Magneton oder wir leaden mit Zoroark. Das sind die beiden wichtigen Fragen. Und ich bin mir halt nicht so sicher, mit welchem Pokémon ich hätte leaden sollen. Ich glaube, die Picks waren in Ordnung, die Picks sind gut. Hätte ich direkt mit Seedrachen leaden sollen? Auf gar keinen Fall. Nicht direkt mit Seedrachen leaden. Also, Zoroark und Magneton kommen auf jeden Fall in das Team rein. Die Frage ist, wen pick ich als drittes? Und vor allen Dingen ist die Frage da auch noch, wie arrangiere ich das Ganze? Ja? Okay. Glurak ist jetzt hier unser Gegner. Und wir sind schneller als Glurak. Wir sind schneller als Glurak. Wir sind auf jeden Fall schneller als Glurak. Das ist mega. Und wir sind Zoroark. Wir drücken Night Gaze. Weil ich mir noch wieder ziemlich sicher bin, dass wir eigentlich Potenzial. Er megert sich nicht! What? Und wir haben ihn gerade offiziell getrickt, weil das wird nicht ausreichen. Das wird auf jeden Fall nicht ausreichen. Das wird nicht ausreichen. So, Zoroark verliert die Tarnung. Zoroark kommt zum Vorschein. Here we go. Das heißt, unser Gegner wurde offiziell gerade schön veräppelt. Night Days hat 95 TQ, ne? Jupp. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Und du machst jetzt eine Mega-Entwicklung. Warte mal, er hat seine. Wo? Es ist ein Mega-Glurak X, deswegen hat er sich gemegert. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Die einzige Situation, in der er sich hier nicht megert, ist, wenn er ein Mega-Glurak X ist. Okay, here we go. Night Days nimmt Glurak X raus. So. Puh. Er hätte natürlich auch noch Erdbeben verfehlen können. Wenn er Erdbeben verfehlt, wäre es natürlich nochmal umso besser gewesen. Ne? Aber alles gut, alles gut. Es läuft eigentlich gerade ziemlich gut. So, und Knackrad kommt rein. Da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen. Entweder Wahlschall-Knackrad, beziehungsweise Fokusgurt-Knackrad. Wir sind schneller als Fokusgurt-Knackrad. Wenn er schneller ist als wir, hat er auf jeden Fall einen Wahlschall. Er schneller als wir, hat einen Wahlschall. Alright. Zoroark ist down. Mein Gegner hat Philippa, Slimog. Jetzt müssen wir überlegen. Wechseln wir auf Magneton? Oder auf Seedraking? Und ich glaube, wir wechseln auf Seedraking, weil wir auf jeden Fall ein Erdbeben tanken werden. Und dann könnten wir theoretisch retaliaten. Und ich könnte jetzt so ein kleines Setup hinlegen, sodass ich dann schneller als dieses Knacker bin. Und das Setup sagt jetzt einfach, dass wir Energiepunkte. No! Missklick! Oh nein! Oh, fuck! Fuck! Ich dachte, Agilität ist unten. Ich wollte Agilität drücken. Ich wollte Agilität drücken. Das könnte mir jetzt das Match kosten. Mein Gegner wechselt raus. Jetzt ist halt die Sache. Das ist so. Ah. Mann, das ist so ärgerlich. Wirklich. Ich wollte auf Agilität drücken. Die richtige Reihenfolge wäre erst Agilität gewesen. Fuck, jetzt müssen wir hoffen, dass wir den Angriff überleben. Seedraking ist eigentlich relativ bulky. Seedraking kann eigentlich Angriffe tanken. Ja, Seedraking ist kein schwaches Pokémon. Frage ist, ob wir einen Zauberschein denken. Aber eigentlich müssen wir einen Zauberschein denken können. Das heißt, ich drücke jetzt Agilität. Wir drücken jetzt Agilität. Zauberschein kommt. Wir müssen eigentlich in Agilität tanken können, oder? Very nice. Jetzt kommt die Agilität durch. Jetzt kommt die Agilität durch. Jetzt sind wir schneller als alles im gegnerischen Team. Und jetzt muss die Hydro-Pumpe sitzen. Wenn die Hydro-Pumpe sitzt, wir critten auf jeden Fall mit Energiefokus und Scorp-Linse. Reicht es denn überhaupt aus? Come on. Come on, reicht aus. Wenn es nicht ausreicht, haben wir verloren. Wenn es nicht ausreicht, haben wir verloren. Deswegen muss die Hydro-Pumpe jetzt K.O.'n. Es ist auf jeden Fall ein Crit. Es jemand, das ist eine Hydro-Pumpe. Wenn wir die Hydro-Pumpe landen, ist dieses Kapuriki weg, oder? Oder ist es Fokus-Kapuriki? Nee. Fokus-Kapuriki? Fokus-Kapuriki? Hydro-Pumpe connected. Jetzt müssen wir gucken. Fokus-Kapuriki? You gotta be kidding me. Mann! Mann! Oh, come on. Come on, Leute. Ist es das? God damn it, ey. Fokus-Kapuriki.
super heftiges Team von meinen Gegnern, wirklich. Also, das ist einfach ein Qualitätsunterschied gerade an Pokémon. Und vor allen Dingen auch Items, weil der Fokus... Krass, wirklich krass. Ja, schade. Hätten wir jetzt einen Walschal Magneton, könnten wir diesen Kampf theoretisch gewinnen. Mit einem Walschal Magneton könnten wir diesen Kampf gewinnen. Ohne Walschal können wir diesen Kampf leider nicht gewinnen. Aber, wobei, es nimmt sich eigentlich nicht wirklich viel. Es nimmt sich nicht viel, dass ich das Kapuriki Fokusgurt hatte. Selbst wenn ich das Kapuriki dann ein Lebensorb hätte, dann wären wir halt direkt K.O. gewesen. Das ist auch kein Ding. Okay, das heißt also, leider chancenlos in dem letzten Kampf heute. Oder? Mich persönlich würde jetzt interessieren, ob wir vielleicht noch dieses Knacker rausnehmen können. Ja, wir können jetzt mal den Damage-Test machen. Ja. Gucken wir mal. Ah, wir können es sogar ganz knapp nicht rausnehmen. Schade. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ja, gutes Spiel. Ist einfach ein Qualitätsunterschied, Leute. Da können wir wirklich nichts machen mit Mega Glurak, Mega Glurak, Knackrak und Kapuriki. Das sind halt wirklich Top-Pokémon. Und mit unserem Pokémon können wir ja leider nichts zu machen. Gerade, das war's eigentlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist verdient geworden von meinem Gegner, klar. Aber das hat gerade wirklich was mit den Qualitäten unserer Pokémon zu tun. Unsere Pokémon waren halt auch deutlich langsamer als die Pokémon unseres Gegners. Und mein Gegner hat halt einfach, ja, die besseren Pokémon. Kann man nicht anders sagen. Aber GG, das war... Mann, ich war wirklich mittendrin, habt ihr das gesehen? Als wir diesen Zauberschein nochmal getankt haben. Das war so gut. Das war so gut. Ah, ein bisschen traurig bin ich schon. Ein bisschen traurig bin ich darüber, dass... Ja, vielleicht das letzte Pokémon nicht Kapuriki hätte sein müssen. Ich hätte wirklich gedacht, es könnte vielleicht Slimog sein. Slimog wäre so etwas gewesen, wo ich mir gedacht hätte, ja, alles klar. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, das war's. Also der letzte Kampf da, ich weiß nicht. Ich versuche gerade noch zu überlegen, ob wir da irgendwas hätten besser machen können. Aber ich glaube, nee, hätten wir nicht. Also der Fokusgurt... Der hat uns halt ziemlich gerackt. Der hat uns wirklich ziemlich gerackt. Und wie gesagt, selbst wenn dann ein Lebenorb drauf gewesen wäre, das hätten wir auch nicht gedacht. Ne? Deswegen, ja. Ich sehe da keine Option, wie wir den Kampf hätten gewinnen müssen. Aber wir haben unseren Gegner getrollt mit dem Zoroark. Da bin ich stolz auf uns. Deswegen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Zoroark, Best Boy EU. Ihr wisst Bescheid, der kleine Troll-Boy. Und deswegen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns zur nächsten Banger-Spot-Folge wieder. Bis dann und ciao. Euer Regi.